glaube, dass wir am Beginn einer Krise stehen. Eigentlich ist der Titel Finanzkrise ja jetzt schon falsch. Es ist eine Wirtschaftskrise. Ist es schon eine soziale Krise? Ist es auch schon eine politische Krise? Also eigentlich bleibt in dieser Krise kein Stein auf dem anderen. Um das als Finanzkrise zu bezeichnen, ist eine Verharmlosung, die gerade noch gerechtfertigt wird, dass von dort die Ursache ausgeht. Und wenn man mit den Leuten spricht, die selber Akteure sind in der Finanzkrise, und da hatte ich auch Gelegenheit vor einigen Tagen, dann wird die Dimension nochmal deutlich, da sagt keiner, dass das unter 3 bis 4 Jahren zu haben ist, dass wir da aus dieser Krise, also realwirtschaftlich wie auch finanzwirtschaftlich, rauskommen, weil das ja beides zusammenhängt. Wenn wir auch mitten im Sturz sind, also eines können wir auf jeden Fall sagen, die Auswirkungen werden menschliche sein, vor allem. Es werden ungeheure menschliche Auswirkungen sein. Auch deren Ausmaß können wir nicht abschätzen. Aber so dumm und platt es klingt, die Kleinen werden die Zeche zahlen. Und es werden die Zeche zahlen, die gar nichts getrunken haben und die gar nichts gegessen haben und die gar nichts konsumiert haben. Also das wäre mein erster großer Wunsch sozusagen, in Anlehnung an Lissabon, Europa möge aufgeklärt handeln und sagen, wie retten wir die Sozialsysteme, die Arbeitsplätze, die reale Wirtschaft vor den Erdbeben dieser globalen Finanzströme. Es wird jetzt so getan, als wäre man mit diesen Bankenrettungsprogrammen im grünen Bereich. Ich würde mal sagen, dass diese Rettungsprogramme im Großen und Ganzen darauf hinauslaufen, in Wien in besonderem Maße sogar noch mit der Millionärsbank Constantia, darauf hinauslaufen, dass man diesen Leuten, die 7, 8 Jahre lang international gigantische Summen verspielt haben, die jetzt sagen, huch, wir haben eine Pleite vor uns, jetzt zum Staat kommen, bitte Staat, rette uns doch, denen sagt, kein Problem, in der Croupier-Sprache, faites votre jeu, macht nochmal euer Spiel und denen Geld gibt, nochmal zu spielen. Weil die Behauptung, die würden Geld kriegen, um jetzt vielleicht in großem Maßstab Kredite auszugeben, ist einfach lächerlich. Wenn man die Schlagzeilen der Zeitungen sich anguckt, dann besagen die, dass diese Banken momentan das Geld keineswegs für neue Programme ausgeben, sondern in der Regel ausgeben, Schlagzeile hier von der Wirtschaftsblatt, Banken bunkern das Geld, der Kredithahn bleibt zu. Während wir aber diese gewaltigen Gelder in den Markt pumpen, in die Bankensysteme pumpen, haben wir gegen ein echtes Infrastrukturmodernisierungsprogramm kaum ein Geld. Also wenn ich mir vorstelle, dass in Österreich eine Debatte derzeit stattfindet, dass man die Studiengebühren beseitigt hat, das sind glaube ich 125, 150 Millionen Schilling allein zur Kompensation, Euro, Entschuldigung, die nicht da sein sollen angeblich. Den Ausbau der Bildungssysteme mit 2% des Nationalproduktes, die seit 20 Jahren versprochen werden, das Geld nicht da ist. Die ganze Energiepolitik umzustellen, das Geld nicht da ist. Also während gleichzeitig man den Banken, die uns im Übrigen erklären, sie brauchen es gar nicht, flehentlich bittet, sie mögen doch das Geld annehmen, wir werden noch ein bisschen weniger Bedingungen machen. Ein Finanzminister, der uns erklärt, dass für die Renovierung und Neubauten von Universitäten kein Geld da ist, erklärt, wir sind flexibel genug, wenn die Banken mehr Geld wollen, werden wir auch das haben. Das zeigt nur die Ungleichgewichtigkeit zwischen dem Versuch, die Folgen auf die Menschen, auf die reale Wirtschaft, auf die Sozialsysteme abzufedern, gegenüber dem Versuch, die Bankensysteme zu erhalten. Ich habe vorhin so den Kopf geschüttelt, weil ich eben nicht sehe, dass auf der Ebene der Europäischen Union in dem Sinne, wie wir unter Grünen jetzt die Notwendigkeit von staatlichen Programmen oder Reaktionsprogrammen sehen, dass auf der Ebene der Europäischen Union außer in der Rhetorik richtige Antworten gegeben werden. Wir haben gleichzeitig, obwohl von nachhaltigen Vorgaben für die Autoindustrie im Zusammenhang mit Subventionen gesprochen wird, haben wir die Situation, dass die Klimaschutzvorgaben für die Autoindustrie eben nicht vorangebracht werden, sondern sämtliche Vorschläge, die es dazu gibt, dafür zu sorgen, dass Autos effizienter gemacht werden sollen, sämtliche Vorschläge blockiert sind.
und derzeit weniger ehrgeizige Zielvorgaben verhandelt werden. Wir sind da in der Schlussphase der Verhandlung, weniger ehrgeizige Zielvorgaben verhandelt werden, als Mitte der 90er Jahre in einer freiwilligen Vereinbarung mit der Automobilindustrie schon mal abgeschlossen worden waren. Also die Rhetorik für die Subventionen der Autoindustrie ist klasse. Die tatsächlichen Maßnahmen und die Regulierung des Sektors haben mit dem Begriff Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun. Genauso ist es meiner Meinung nach im Energiebereich. Da wird sehr viel darüber geredet, dass wir jetzt investieren sollen in nachhaltige Energiewirtschaft, in nachhaltige Technologien. Die Hauptfördermaßnahmen, die im Moment gesichert werden, die kreisen also zu einem Teil um erneuerbare Energien, aber zu einem mindestens genauso großen Teil um sogenannte saubere Kohle oder um Atomenergie. Auch da würde ich mal sagen, hat das mit einem Aufbruch unter der Überschrift Nachhaltigkeit nichts zu tun. Wo die großen Investitionen ermöglicht werden, die du vorhin angesprochen hast, die man dann sozusagen unter den Maastricht-Kriterien nicht mehr anrechnen würde, also nicht mehr negativ anrechnen würde in Bildung oder in Soziales, kann ich auch noch nicht erkennen. Also ich stelle im Moment fest, dass in Europa die richtigen Reden gehalten werden. Ich stelle aber überhaupt noch nicht fest, dass unterhalb der Ebene der Rhetorik man sich gemeinsam auf diesen viel beschworenen Paradigmenwechsel in Richtung Nachhaltigkeit, also auf diesen Weg macht.